Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part der Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Wir wollen heute, also im letzten Part diesmal, haben wir ein klein wenig erkundet. Und heute wollen wir gegen Phantom Ganon kämpfen. Dafür müssen wir aber erstmal die Hände besiegen. Ich mach so wie beim letzten Mal. Dreischussbogen und Bomben runter. Ja. Phantom Ganon. Headshot. Bro, was hat der für eine Waffe? Und sein Design. Bro, oh, wir machen richtig gut Damage. Bam! Nehmen wir mal einen Einhänder. Hey, du dachtest wohl. Noch ein Hit. Bro, hey, ist das ein krasses Katana? Miasma-Schwert. Schmales Schwert, dem Unheil anhaft. Angeblich ist jeder, der es berührt, verdammt. Sein Miasma zieht auch die Nutzer mit der Zeit immer mehr in Mitleidenschaft. Okay. Finsterklumpen. Und Miasma-Bogen, oder was? Bogen des Dämonenkönigs. Vom Dämonenkönig hochgeschätzter Bogen, der die Macht seines Trägers widerspiegelt. Je höher die maximale Anzahl deiner Herzen, desto höher ist deine Angriffskraft. Okay. Ich muss jetzt sagen, ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Also, versteht mich nicht falsch. Ich denke mal, er hätte schon krass viel Damage gemacht. Hätte er zum Zug gekommen. Aber so war das jetzt eigentlich relativ easy. Ah, okay, und pro Schlag zieht das unser Herzen ab. Link nimmt mir erstmal Schaden, ja. Okay. Ich schätze mal, dort wird es dann eine Methode geben, den Miasma-Schaden auszuweichen. Aber Stand jetzt haben wir diese Möglichkeit noch nicht. Aber es ist halt schon ein sehr geiles Schwert. Ich meine, guckt es euch an. Es ist halt einfach ein Katana. Und hat eine sehr starke Grundstärke, also 41. Ich meine, nicht mal eine gefuste Waffe hat solch eine Stärke. Und das ist halt schon geil. So. Wir machen heute aber weiter mit Erkundung. Sorry, ich wusste nicht, dass es so schnell mit Phantom Ganon vorbei sein wird. Ich dachte, der Kampf wird jetzt einige Versuche brauchen, weil wir waren jetzt halt echt nicht stark. Na gut, ich will nicht sagen, ich habe ihn gebowspammt, aber ich habe ihm schon die ein oder andere Bombe in die Fresse gerammt. Ja. Sein Design hat mir halt schon an einigen Stellen echt Angst gemacht. Und vor allem unter Druck gesetzt. Weil so ein starkes Gegnerdesign, also Phantom Ganon sah jetzt halt schon extremst geil aus. Das kann keiner verleugnen. Also seine Stärke war begrenzt. War jetzt halt echt nicht extrem stark. Ich dachte, es wird wieder so eine Art klassisches Phantom Ganon Battle geben mit der Elektrokugel oder Miasma-Kugel. In dem Fall wäre es eigentlich perfekt gewesen. Ich glaube, ich sollte jetzt mal wieder wechseln. Die Stärke des Trägers wird gesagt. Das heißt, wir sind noch extrem schwach. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Bogen mit voller Herzenanzahl richtig overpowered sein wird.
Allgemein vielleicht jede einzelne Waffe, die auf die Stärke des Trägers ausgelegt ist, wird mega krass stark sein. Oder vielleicht wird auch Phantom Ganon, je stärker du bist oder je weiter du im Spiel bist, desto stärker wird auch er sein. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Du willst aufs Plateau rauf, habe ich recht. Ich habe recht. Ich bin so erschöpft. Keiner mag dich, weißt du das? Weißt du das? Wir haben keinen passenden Bauplan, oder? Was zur Hölle? Hä? Okay, das war jetzt irgendwie komisch. Okay, bauen wir den klassischen Heißluftballon. Bam, bam. Na gut, wir müssen noch eine Sache zum Phantom Ganon dazu sagen. Ich habe ihn auch mit einem 70er Schwert bearbeitet. So, an der Batterie scheitert es nicht. Wir haben genug Energie. Und sie füllt sich extrem schnell auf. Okay, das ist sehr cool. Wo ist das Pferd? Da. Warum haben wir jetzt gerade kein Fall Damage bekommen? Kleine Frage am Rande. Hier sollten wir noch vorbeischauen. Hier war ja die eine Erinnerung in Breath of the Wild. Und dann setzen wir unseren Weg zur Arena fort und nach hier oben. Okay, hier kämpfen die NPCs nicht mehr. Das war ja in Breath of the Wild so. Hier haben immer zwei Stück gegen zwei Bockblins gekämpft oder drei Bockblins. Es waren immer rote. Immer. Wären es blaue gewesen, hätte ich ihre Mühen verstanden. Aber so ist es halt einfach nur maximal lächerlich. Weil die hatten Probleme gegen Rote. Ich one-hitte rote Gegner. Ich frage mich, ob man das Masterschwert mit etwas fusen kann. Weil so legendäre Sachen wie Epona kannst du ja halt auch keinen random Sattel anlegen. Warum auch immer. Komm her. Okay, der kommt mit dem Horn. Ja. Link einfach Ultra Instinkt. So, komm hier. Ich schick dich dorthin, wo du hingehörst. In die Hölle. Du brennst sogar noch und probierst noch irgendetwas auszurichten. Wie verzweifelt willst du sein? So. Jetzt haben wir nochmal so ein Silberbocklinhorn. Und jetzt würde ich es mal mit meinem Ritterschwert verbinden. Stärke 49? Ja, ganz okay. Ich denke mal, die anderen Silbersachen werden stärker sein. Vor allem Silberleunen-Sachen. Die werden overpowered sein, denke ich.
denke ich mal. Bro, nein, kein Regen, bitte nicht. Nicht jetzt. Nein! Also überall sind jetzt diese silbernen Gegner. Ach, was jetzt, was jetzt? Ah, da. Hier könnten wir ein kleines Lagerfeuer machen. Und ich sollte so Sonanium farmen gehen, auf Cam. Weil wir brauchen es halt nicht nur für die Batterien, sondern auch unbedingt für die Konstruktteile. Wie heißt die Fähigkeit? Bautomatik, oder? Ja, Bautomatik. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Killen vielleicht noch den einen oder anderen Bockblin. Also ich sag mal so, solange wir noch silberne Gegner haben, will ich so viele, wie es geht, von denen mitgehen lassen. Weil die droppen halt schon relativ guten, also gute Hörner, sag ich mal. Gegen violette Bossbocklins, also gegen violette. Was kommt mir wieder in den Kopf? Gegen silberne Bossbocklins hätte ich ehrlich gesagt echt null Bock. So, du hast One Hit. Das ist halt der neue antike Bogen. Wechsel zu dem. Okay, wie machen wir das jetzt? Mit welcher Waffe? Mit dir da. Boy! Komm hier. Nein, unser Glassirock-Schwert. Du kommst irgendwie zu spät. Denkst du nicht? Deine ganzen Freunde sind schon tot. Yo, wie die Erde bebt. Okay, Flashbang. Nein, unser Schattenbogen zerbricht gleich. Okay, das war jetzt schon wenig riskant. Aber bislang läuft's gut. Wie wir sogar noch auf ihn hochklettern. Also das nenne ich Zerstörung. Und was haben sie bewacht? Ein Exhal-Bumerang. Es ist halt einfach nur ein stärkerer Exhal-Bumerang. Trio-Exhal-Bumerang würde ich aber nehmen. Hier oben ist kein Krog. Dort unten ist eine Höhle. Ja, das ist die, die wir schon haben. Ja. Dort drüben ist der Wald mit der Erinnerung. Also mit der Erinnerung aus Breath of the Wild. Sorry, falls ich jetzt gerade für Verwirrung gesorgt habe. Foto? Berghirsch. Berghirschkuh. Bro, warum so kompliziert? Ja, und ich kann es nicht fassen, euch gibt es halt einfach immer noch. Blutmond? Blutmond. Okay, geil. Dann kann ich off-cam. Ey, nice. Du machst mir immer mehr Arbeit, blöder Blutmond. Okay, da drüben ist ein Krog. Ich kann jetzt endlich wieder mehr Sonanium farmen gehen.
Dafür gibt es jetzt halt auch endlich wieder neue Batterien. Ja, ich schau mal. Ich schau mal. Morgen nehme ich auch wieder auf, das heißt. Ja, komm, lass das der letzte TOTK-Part für heute gewesen sein. Ich werde es ja morgen wieder spielen. Auch ich in 20 Minuten. Ja, komm, lass noch einen Part aufnehmen. Hört mich Wild von hier? Ja, okay, geil. Das ist cool. Bro, ich dachte, du bist. Ey, ich habe allgemein das Problem bei Tulin, dass ich manchmal denke, ihr sei ein Gegner. Aber noch was zu Phantom Ganon. Ich denke mal. Damals, als wir ihn das allererste Mal gesehen haben, ich glaube, das war Part 36 oder so. Ich denke mal, dort hätten wir keine Chance gegen ihn gehabt. Aber stimmt, jetzt respawnen die ganzen Gegner wieder. Ah, kein Bock. Kein Bock auf noch einmal. Ich frage mich, was jetzt in der Arena los ist. Dort hat es ja noch einen Schrein. Dort sind Gakuda. Die töte ich am liebsten mit den Augen. Weil dann ist das halt nicht so gottlos nervig. Okay, irgendwie sind hier halt schon sehr viele Gegner. Entweder, also ich habe zwei Theorien. Entweder soll mich das Ganze abhalten, zur Arena zu gehen. Oder es soll mich abhalten, zum Stall zu kommen. Wegen der großen Fee. Ah, und hier ist das Ensemble. Fühl dich wie zu Hause. Okay, davon sollten wir, glaube ich, einen Pick machen. Dort ist ein Rezept, die liest wieder Fakten. Wir haben ja Prämien. Ein Moment. Was? Bro, also irgendwie haben wir ein Problem mit den Treuepreisen. Und was zur Hölle ist das? Also klar, das ist ein Auto, aber ich sehe gerade niemanden mit der Quest und dort sind Gerudos. Sind das die? Oh, ich glaube, das sind die. Endlich konnten wir Gerudo-Stadt verlassen und in die weite Welt unser Glück suchen. Dabei wollten wir auch das Gelernte aus den Voi-Lektionen umsetzen. Ja, das sind die. Okay, geil. Aber keiner der Voi, die wir bisher getroffen haben, hat unsere Erwartungen erfüllt. Oh, bevor wir aufgebrochen sind, habe ich von einem Voi irgendwo hier draußen gehört. Er soll ein Held sein. Ein Held? Was? Das ist bestimmt ein starker Voi, der noch größer ist als wir. Den knöpfe ich mir vor. Oh Mann, Link. Aber wir haben doch im Unterricht gelernt, dass man mit Voi behutsam umgehen muss. Wir können uns gerne auf die Suche nach diesem Helden machen, aber wie sollen wir ihn erkennen? Oh, das legendäre Schwert. Jetzt weiß ich es wieder. Der Held trägt das legendäre Schwert. Ah, das legendäre Schwert. Moment, was ist das jetzt wieder? Wenn es schon legendär heißt, dann leuchtet es vielleicht. Oder irgend so etwas in der Art. Oh, dann ist es bestimmt gigantisch. Der Held ist bestimmt mächtig stark, wenn er es schwingen kann. Ach, das wird mir alles schon wieder viel zu viel
viel zu umständlich. Alles, was wir brauchen, ist ein Überraschungsangriff. Wenn wir vorsichtig genug sind, können wir uns bestimmt ganz leicht an das Ziel anschleichen. Risa, du musst aufhören, andere als Ziel zu sehen. Chica in Kakarikusol ist sehr intelligent. Okay. Okay, nein, dann waren es doch nicht die. Weil es gibt halt, zumindest weiß ich das von meiner Mama. Beim Stall des Waldes soll es welche geben. Ich dachte, das wären dieselben. Die sollen anscheinend Link komplett fertig machen. Weil er so mickrig ist und so. Und USW. Okay, dann droppen wir mal die Sonai-Bauteile. Und bauen uns hier wieder einen Zeppelin zusammen. Och, Bro, labert kein Blödsinn. Wieso? Nein, endlich. So. So, kann ich auch diese Plattform da nehmen? Nee, kann ich nicht, warum auch immer. Hey, Kumpel, komm mal hier. Dort hoch willst du? Kannst du haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ja. Perfekt. Zum Glück haben wir da etwas, das nennt sich Zeitumkehr. Oh Mann! Ich hasse diese Krux. Wo ist der? Wo zur Hölle ist der jetzt? Bro? Ah nee, er lebt noch. Komm jetzt hoch. Meine Güte. Nix als Ärger mit dir. Komm runter, ich fang dich auf. Ich sagte, ich fang dich auf! Jetzt macht's langsam aggressiv. Das ist doch unfassbar. Wer bei Nintendo ist auf die Idee gekommen? Hey, lass die mal... Lass das mal so machen, dass man die rollen kann. Geile Idee auf jeden Fall. Ich hasse es auch nicht bis zum heutigen Tage. Nee, nee. So. Du kannst ab. Und hier rüber. Ja, danke. Danke für dein Kackhaufen. Okay, der Schrein ist da unten. Hier hoch müssen wir sowieso gleich. Machen wir aber zuerst den Schrein. Payne sollte hier auch noch irgendwo sein. Dann aktivieren wir noch die Fee. Denke ich mal. Oder machen wir das im nächsten Part. Gute Führung. Okay.
Wie zur Hölle soll ich das denn machen? Okay, das kommt jetzt später. Okay, das war jetzt mir Luck. Das war jetzt halt. Nein, 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 nein. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Bro. Okay, let's go. Easy. Easy. 5 Holzpfeile. Für 5 Holzpfeile habe ich das sehr gerne gemacht. Ich komme da safe höher, ja. Ist da oben vielleicht noch eine Truhe? Nee. Leider nicht. So. Bam. Müssen wir dazu nehmen und dort weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir machen sollen. Was wird hier von uns verlangt? Ah, okay. Okay, danke, Spiel. So, jetzt. Das soll man tun. Ja. Okay. Und damit sind wir durch. Ein ganz einfacher Schrein. War aber auch sehr cool. So, die Fee machen wir dann im nächsten Part. Ich will jetzt unbedingt sehen, was im Kolosseum ist. Ich habe schon eine Vermutung, was dort auf uns wartet. Eine Vermutung, die ich nicht wahrhaben will. Wir haben 55 Schreine. Wenn es wieder 120 gibt, dann haben wir gleich die Hälfte. So, wir haben den Teleportpunkt. Was zur Hölle? Ich mache mir dann hier eine Notiz. Dass wir unbedingt hier zurückkommen müssen. Weil wir dort noch nichts gemacht haben. Da. So. Wir brauchen mal einen Gleiter. Das da. 2 von denen. Bam. Und das war's. So. Das ist halt so viel einfacher. Und auch so viel geiler. Apropos, fliegt man eigentlich höher, wenn man so auf und ab geht? Ich denke nicht, oder? Ich denke mal eher, wenn man so Kurven macht. Und die Bäume hier haben sich immer noch nicht erholt. So, bestätigt sich jetzt meine Vermutung? Ja, okay. Wird ein Gewitter ausgelöst, wenn wir in die Nähe? Donnergriok, ja.
In der Tat. Wie viel Damage machen wir? Das ist halt echt nix. Ich will nur mal schnell sehen, wie viel Damage wir machen. Und womit wir sie schwächen können. Oder nicht? Nee. Ihr Knospe habe ich schon beim Eiskriok probiert. Passiert nichts. Kann ich Qualmerling? Funkelfrucht? Das Element Wasser. Was zur Hölle war das? Okay, ich glaube, das war unser Stichwort zu gehen. Okay, eine Fee für nichts verbraucht, aber immerhin wissen wir jetzt, dass wir eigentlich viele Bomben brauchen und sehr viele Pfeile. Dann kaufe ich mal jeden einzelnen Stall, den wir bis jetzt besucht haben, leer. Und ja. Schau mal. Was ich sonst noch alles so machen kann. So, Freunde. Ob es wohl stimmt? Keine Ahnung. Aber was ich weiß, komm. Egal, der Spruch würde eh nicht punkten. So Leute, falls euch dieser Part hier gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut und freut euch schon mal auf den nächsten Part. Ciao!